Tja, liebe Golfer, das ist ein so schönes Spiel, dieses Golf. Aber manchmal ist es komisch. Toller Abschlag, lang, mit der Bahn, super. Kommst du dahin, denkst, klasse. Was steht da? So ein kleines Bäumchen. Wahnsinn, aber das ist Golf, Natur. Darüber zu schlagen, aus der nahen Entfernung, wenn Sie sagen, ist doch unmöglich. Nichts ist unmöglich. Erstmal müssen Sie verstehen, was ein Golfschläger alles so hat. Für so einen Schlag brauche ich natürlich meinen Schläger mit dem meisten Loft. Ich habe mal so einen Stab hier dabei, dass Sie mal erkennen. So, wenn ich diesen Schläger, ein Lob Wedge, ganz sauber an den Ball bringe, im Schwung, dann wäre das der Abflugwinkel vom Ball. Ich finde, das ist schon ganz schön steil. Und wenn das nicht reicht, dazu kommen wir jetzt, dann machen wir den noch so ein bisschen auf. Sehen Sie, was passiert? Der fliegt senkrecht. So, den Loft haben wir verstanden, den haben wir schon mal. Den müssen wir jetzt nur noch benutzen. Jetzt kommen wir zu den anderen Punkten. So ein bisschen crazy stehen. Was heißt das? Breit stehen, tief stehen. Das Gewicht im Schwung jetzt nicht nach links wie immer, sondern das Gewicht bleibt jetzt eher rechts. Rechts, weil ich ja schön unten durchschnibbeln will. Sie werden sagen, das schafft er nicht? Dann passen Sie mal auf. Also breit, tief, Schläger ein bisschen auf. So. Und der Schwerpunkt bleibt schön rechts. Und dann gibt es nur noch volle Kanne. Weltklasse, es geht. Es gibt keine Bäume, die zu hoch sind. Ich muss nur wissen, wie es geht. Versuchen Sie es mal, damit können Sie jeden beeindrucken. Sie sehen, es gibt Lagen, die glaubt man nicht. So ein schöner Abschlag. Und dann geht er hier ins Wasserhindernis, gelbe Pfähle. Ich will aber nach da auf dieses Grün. So, wenn ich jetzt droppen müsste, dann müsste ich da ganz hinten droppen. Das will ich nicht. Ich will keinen Strafschlag, ich will die Distanz nicht verlieren. Ich möchte versuchen, den Ball aufs Grün zu spielen. Geht nicht, sagen Sie? Natürlich geht das. Wie ein Bunkerschlag. Ich muss den gleich spielen wie ein Bunkerschlag vor dem Ball.